Hallo und willkommen zu einer kleinen Episode Dystopia mit mir, Fred. Das ist kein bezahlter Spieltest. Ich habe dieses Spiel gesehen, es wurde mir als Werbung vorgeschlagen und deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken uns das einfach mal an. Das ist ein Spiel, das rund um Conor McGregor, The Notorious, aufgebaut wurde, beziehungsweise, ja, er ist quasi so Werbeträger davon und hat bei der Einführung auch schon seinen Senf dazugegeben. Naja, gefällt mir jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen, dass dann quasi... Ja, dass man das Spiel dann so auf eine Person zuschneidet, aber nun gut, ich weiß es auch gar nicht, wie alt dieses Spiel ist und ob es da Updates gibt. Es gibt einen Global-Chat, das finde ich schon mal ganz lustig. Ich habe übrigens schon einen Clan gegründet, beziehungsweise hier heißt es Allianz und meine Allianz heißt Wuselhöhle. Mir ist einfach spontan nichts Besseres eingefallen und ich wollte es nicht The Return nennen. Das ist der allgemeine Chat. Hier sehen wir auch schon etwas auf Russisch. So. Was ist überhaupt der Sinn dieses Spiels? Es ist im Endeffekt so ein bisschen ein Clash of Clans-Klon. Es spielt im Jahr 2065 und wir befinden uns in New York. Jo, so viel dazu und ja, ansonsten ist alles ein bisschen in Schnee gehalten. Ich weiß nicht genau, was das hier oben... das ist ein Event. Also es gibt... Moment. Es gibt Kampagne, es gibt mehr Spieler und es gibt Events. Was bei Clash of Clans Gold ist, ist hier quasi Geld. Dann haben wir hier noch, Moment, wo war das denn? Okay, das ist meine Geldverwaltung. Ach hier, die Energieraffinerie. Das wollen wir erstmal upgraden. Ja, 10 Sekunden, das machen wir mal eben. Warte mal, ich hab, wo sehe ich denn, wie viele Arbeiter ich habe? Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr also beitreten wollt, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen ich hiervon machen werde, vielleicht auch nur eine. Ich wollte das Spiel einfach mal sehen, wollte einfach mal gucken. Es ist eigentlich grafisch, muss ich sagen, sieht es nicht schlecht aus. Also grafisch sieht es wirklich gut aus. Das Spiel hat einen Vorteil. Und das werde ich euch jetzt mal sagen, was der Vorteil ist von diesem Spiel. Und zwar sind die Helden, die wir bei Clash kennen, sind hier Kommandanten. Und das Coole ist, du kannst, zum einen kannst du die, ich glaube, weiß ich nicht, ob die Fähigkeit, ob man die wechseln kann oder nicht, aber du kannst auf jeden Fall die Ausrüstung wechseln. Also das ist ja jetzt nicht schwer zu erkennen, ist ja eine Waffe. Das ist jetzt Brustpanzer und das hier ist Beinpanzerung. Und das kannst du quasi wechseln, das kann ich bei allen Helden dann machen. Das bedeutet, wenn du irgendwann was Besseres kriegst, dann kannst du es dann austauschen. Das finde ich ganz cool. Das könnten sie bei Clash doch auch machen. Das Problem ist aber dann nur, dann müssten sie wieder auch die ganzen Skins wechseln. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt ruhig mal ein Spiel. Wir greifen ruhig mal an. Wenn du andere Spieler angreifst, verlierst du deinen aktiven Polizeischutz. Ja. Die richtige Positionierung des Kommandanten, stand da gerade, wäre entscheidend. Also das Rathaus, wie wir es von Clash kennen, ist in diesem Fall hier der Kern. Der muss kaputt. So, verfügbare Beute. Ich weiß auch gar nicht genau, was wir jetzt hier achten müssen. Ob wir jetzt besonders viel Beute mitnehmen müssen. Ach komm. Ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. So, da, wo ist denn hier? Hat der überhaupt Verteidigung? Der hat überhaupt keine Verteidigung. Hä? Schöne Ferien steht da oben. Oh, das ist doch süß. Da oben, schöne Ferien. Aber wir setzen mal den Kommandanten. Den setze ich jetzt da hin. Und den kann ich jetzt sagen... Warte mal, aktivieren. Wie aktivieren? Hallo? Da hat er gerade Schaden gemacht. Naja, ich muss sagen, grafisch sieht es ja jetzt nicht so schlecht aus. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung... ob das Spiel relativ neu noch ist und ob es da Updates gibt, denn mir hat jemand gesagt, zum Beispiel bei Jungle Heat hätte es seit 3 Jahren kein Update mehr gegeben oder so. Das ist natürlich dann Mist, deswegen habe ich das Spiel auch wieder runtergeschmissen, weil es ja keinen Sinn macht, ein Spiel zu spielen, wo es keine Updates mehr gibt. Ich weiß nicht genau, wie es hier aussieht, ich habe es halt gesehen und dachte mir so, das ist ein Clash of Clans Klon, aber kann er denn auch was? Ist es ein guter Clash of Clans Klon oder ist es kein guter Clash of Clans Klon? Warte mal, jetzt kann ich ihn... Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Aktivieren funktioniert. Ah, jetzt! Dann macht er da seine Fähigkeit. Er hat da jetzt schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich weiß noch nicht genau, was das mit den Events ist. So, wir werden jetzt mal gucken. Ah, du kriegst eine Belohnung. Also sind hier Boxen noch, die du dazu bekommst. Lootboxen auf jeden Fall. Was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier gerade gekriegt haben, ehrlich gesagt. Das kann ich euch nicht sagen. Mit besseren Waffen verursachen Kommandanten mehr Schaden. Ja. Ah, hier ist wahrscheinlich Bauarbeiter, ne? Bauarbeiterstation. Bauarbeiter wird auf VIP Level 1 freigeschaltet. Wir können jetzt irgendwas bauen. Eine Mauer. Wir bauen einfach mal eine Mauer. Wo ist denn hier... Ah, jetzt habe ich die gerade in die Mitte gebaut. Was? Wollte ich die gar nicht. Ich will die da hinbauen. 3 Stück? Das war's?
Mehr kann ich jetzt nicht bauen? Warte mal. Hier, nee, warte, wir können mehr bauen. Wir können 20 Stück bauen. Dahin. Ich will die jetzt erstmal außen hin pflanzen, um zu sehen. Ah gut, klar, die Ähnlichkeit zu Clash ist natürlich nicht zu übersehen. Jetzt baut er mir wieder nur 3 dahin. Warum auch immer der es jetzt gerade tut. Wir werden mal eben noch ausbauen. Also, ah, das schon, das muss ich mal ver... Warte mal, das könnten wir mal eben ganz schnell verbessern. So. Man kann auch Sachen beschleunigen. Zum Beispiel jetzt 1 Minute. Benutze ich jetzt einfach mal. Warte mal. Wo ist denn meine Kaserne? Da ist das Soldatenlabor. Au, hier. Die Schützen. Ja, ist ja logisch. Das sind halt die Sachen, also beziehungsweise die Truppen, die man auch von anderen Sachen kennt. Ich meine, da können sie das Rad ja auch nicht neu erfinden. Warte mal, komm mal. Ah, Forschung. Ah, warte mal, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn hier unsere... Ich verstehe das Ganze nicht. Ah, das ist das Kommandantenlabor und das ist Soldatenlabor. So, und hier kann ich... Was kann ich hier machen? Die habe ich jetzt gerade... Die habe ich jetzt gerade erforscht? Muss ich die dann erforschen, damit die... fertig werden oder? Keine Ahnung. das ist immer lustig bei neuen Spielen. Auf jeden Fall haben wir ein paar Quests fertig. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, kriegen wir noch ein bisschen was. Einiges. So. Was ist hier oben? Tägliche Quests. Na, das ist doch mal schön. Tägliche Quests. Ah, Premium aktivieren. 8,99. Ja, genau. Haben wir denn überhaupt schon Leute in der Allianz drin? Inventar übrigens. Da können wir immer mal wieder Sachen reinpacken. Also Wächterklassenausrüstung, das sind halt die Sachen, die quasi dann, mit denen man sie ausrüstet. Und halt so ein paar Schübe. Ich weiß aber nicht genau, was das hier ist. Ausrüstungsmaterialien. Dieses Paket enthält Materialien für Waffenschmiedverbesserung, okay? Was habe ich damit jetzt... Was kann ich damit jetzt machen? Nehmen wir... Warte, wir können ja vielleicht hier was machen. Hier zum Beispiel. Ich kann aber... Nee, warte mal. Ich kann nicht... Wie kann ich denn diese Sachen benutzen? Ich weiß es nicht. Wir können doch mal 3 Mauern bauen. So, zack, zack, zack. Ja. Ersetzt mir wieder nur 3 Mauern dahin. Aber an Events teilnehmen. Nimm an spannenden, zeitlich begrenzten Events und Turnieren teil. Ja, das machen wir jetzt mal. Was ist denn hier? Globales Turnier ist bald verfügbar. Der berüchtigste. Ja, das ist ja an Conor McGregor angelehnt. Was steht denn hier? Gemeinsame Höhenflüge. Beschreibung. Na, super. So, was mache ich jetzt hier? Premium? Kostenlos, bitte. Gewinne an Macht und hole deine Belohnung ab, bevor die Zeit um ist. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wie kann ich jetzt hier teilnehmen? Ah, das ist... Sammelt er das automatisch? Ja, 130 von 1000. Ah, das ist doch... Im Endeffekt ist das, erinnert mich das so ein bisschen an den Goldpass eigentlich, ne? Und unten hast du jetzt hier in diesem Fall das Premium-Gedönsen und oben hast du das Kostenlose. Ja, dann gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, wir greifen jetzt mal an und gucken mal, ob sich da jetzt gleich was getan hat. Mehr Spieler. So. Wir gucken mal. Ah, ich wollte da gleich noch gucken, ob jemand noch... Ist es schon irgendwer in meine Allianz... Ist es irgendwer schon in meiner Allianz beigetreten? Kenne ich halt nicht. Also ich wurde auch dauernd von irgendwelchen Allianzen eingeladen, aus irgendwelchen ausländischen oder in irgendwelche ausländischen Allianzen eingeladen. Kenne ich auch nicht, ist mir aber auch egal. Jo. Ah, der hat doch sogar einen Kommandanten. Ich suche mal irgendwas, irgendein starkes. Gibt es hier nirgends wie ein starkes? Hä? Die sehen alle gleich aus, oder? Guck mal, der hat 90 Grad und 90 Geld, 90 Energie, das ist doch gar nichts. Bargeld ist in einem Tresor besser geschützt, okay. Hallo, was ist... Ich will hier mal irgendwie einen Geschatz angreifen, hallo? Gibt es hier keine Leute? Ja, komm. Ich will einfach mal die Schützen testen. Oh, das ist der Kommandant. Die Schützen gehen jetzt auf den gegnerischen Kommandanten drauf und das war's jetzt. Das sind aber atemberaubende Kämpfe hier. So, jetzt machen wir wenigstens das mal eben schon mal kaputt. Den Kern, dann haben wir nämlich schon mal einen Stern sicher. Ansonsten, ja, was ist hier noch außen rum? Was ist das denn da? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ah gut, hier, das ist das New York des Jahr 2065. Wobei das auch so ein bisschen komisch ist, denn ich dachte erst, es wäre so ein bisschen apokalyptisch gewesen, aber wir fahren eigentlich nur ganz normal Autos rum. Können wir uns gleich noch angucken auf der Szenarienkarte, wie ich darauf komme. Wobei hier, da ist zum Beispiel eine kaputte Straße. Wo fahren die denn hin dann? Ist da nicht eben ein Auto hergefahren? Ich weiß es nicht. Warte, wir können den Auto hier nochmal zünden. Ah, das ist sowieso zu spät jetzt. Oder? Nee, ist nicht zu spät. Nee, warte mal, wo ist noch was übrig? Ach, da ist noch was übrig.
Da drauf. So, Kollege, hilf mal ein bisschen mit. Ja, das müsste dann aber reichen. Dann haben wir es gleich. Da fährt doch ein Auto her. Ich wusste es. Ha, 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 ha. Ich hab's doch richtig gesehen. Aber auf der Straße natürlich nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob man die Map noch in irgendeiner Form erweitern kann. Es wird wahrscheinlich jetzt so im Winterstyle gehalten sein, weil... Ja, weil es ja nun mal Winter ist, ne? Weihnachtlich noch alles so. Was haben wir jetzt an Siegesbelohnung bekommen? Mit Waffenmaterialien kannst du Waffen beim Waffenschmied auf höhere Level verbessern. Okay, wo ist der Waffenschmied? Da sowas zum Beispiel, das muss ich sagen, es ist eigentlich richtig cool. Sowas würde ich mir bei Clash auf jeden Fall auch wünschen. So, dass du halt deine Helden ein bisschen besser machen kannst oder deine Truppen ein bisschen besser machen kannst. So, hier ist der Allianz-Unterschlupf. Ich habe 25 Mitglieder? Was? Was? MacGregor Jun. Ja, hallo, okay. Wo kommen die ganzen Leute her? Ich hab weder Werbung gemacht noch sonst irgendwas. Wuselhöhle. Hallo. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Leute herkommen. Ich hab keine Werbung gemacht. Ich wurde auch dauernd eingeladen, wie gesagt, von irgendwas. So, Quests sind am Start. Das ist gut. So, wir gucken mal eben drauf. Waffenschmied, habe ich gesagt, ne? Nee, das ist das Falsche gewesen. Da ist der Shop. So, Armee. Waffenschmied. Kern auf Level 7. Da ist er doch, der Waffenschmied. Dann würde ich sagen, hauen wir den Kern jetzt gleich ruhig nochmal einmal hoch, oder? Aber warte mal, erst bilden wir noch ein bisschen was aus. So, zack, zack, zack. Das passt auch soweit. Ich beende das mal alles direkt. Und jetzt können wir den... Kann ich den hochmachen? Schaltet frei. Jo, im Endeffekt verbessere ich jetzt mal sofort. Ressourcenpaket, erforderliche Menge. Okay, warte mal, wir haben ja noch hier was. Zack, zack. Ja, komm. Zack, zack. Fertig. Oder? Ah, jetzt verbessert er den, okay. 1, 2, 3. Fertig. Ja, direkt mal wieder ein Angebot. Ja, noch mehr Angebote rauskloppen, bitte. Nein. Und jetzt ist der Kern auf Level 3. Oh Gott, gerade mal. Oder ist er auf Level 3? Ja, ne? Nee, auf Level 4. Ach, stimmt, von Level 3 auf 4. English, please. Bitte nicht Russisch, dann muss ich dich leider kicken, weil ich das nicht verstehe. So einfach ist das. Ah ja, stimmt, ich wollte euch ja noch die Kampagnenkarte zeigen. So sieht das nämlich aus. Wir sind hier vorne. Und ja, hier ist im Endeffekt alles ein bisschen zugewuselt. Das ist eindeutig ja irgendwie New York. Ja, klar, Brooklyn, Wasteland. Ja, komm. Was kriegen wir denn hier an Beute raus? 1000. Oh, das lohnt sich ja viel mehr. Ah, da ist doch endlich mal eine Verteidigung. So. Zack, 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 zack. Brauchen wir, glaube ich, unseren Otto hier gar nicht. Aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Der kann jetzt mal auf den Kern drauf gehen. Ja, so. Oh, das ist sowieso schon kaputt. Es ist nicht gerade Action. Nicht gerade Action geladen am Anfang, habe ich das Gefühl. Wir können mal auf die besten Liste drauf gucken gleich, ob da irgendwie großartig was anderes ist, wenn denn dann die Dörfer fast max sind. So, die Energie ist bei uns jetzt sowieso schon voll da oben, 3280. Ja, Geld haben wir auch geholt. So, Erfolg erzielt. Ja, jetzt kriegen wir auch so eine Lootbox hier an den Start. Gib halt her, das Zeug. Schnell. Jo. Ja, der Bezirk Brooklyn-Wüste gehört hier. Und das ist erst der Anfang, ja. Hafen? Was kann ich jetzt hier machen? Aber ruh dich danach nicht gleich aus. Echte Helden überwinden jeden Widerstand. Je mehr Bezirke du beherrschst, desto bessere Belohnungen bekommst du. Ja, okay. Nein. Ah, diese Werbung immer. Oh mein Gott. Ach, das ist ein Schlitten. Jetzt fährt er weg. Wohin? Wohin will er? Wohin will er fahren? Systembenachrichtigung. Ich kriege hier dauernd Zeugs und ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall kommt da gleich wieder irgendwas wieder. Warte mal, das ist das Problem bei solchen Spielen, dass da einfach so viele Benachrichtigungen sind, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt. Jetzt wollte ich noch irgendwas nachgucken. Hier oben noch. Ja, das können wir auch nochmal sammeln. Ah ja, ich wollte noch gucken, was wir ausbauen können. Irgendwas Teures mit Energie. Das kostet Geld. Das muss doch bestimmt, das kostet bestimmt Energie. 10.000! Oh! 750! Hier das Heldenlabor da, das Kommandantenlabor. Oh, 2.500. Ah, da brauche ich Kernlevel 5 für. Dann machen wir das hier halt. So. Warten wir eben ab. Hier kommt sowieso... Jetzt... Wieso kommt der alle...
Wieso kommt er jetzt jede Minute wieder und will uns was geben? Okay, wenn das so ist, dann soll das so sein. Ansonsten werde ich wahrscheinlich... ja, keine Ahnung, ob ich ein paar Leute mal da rauskicken soll aus meiner Allianz? Ich weiß es nicht. Ich weiß eh nicht, wo die herkommen. Was können wir jetzt noch bauen? Soldatenbasis. Noch eine zweite. Ja, ich habe... Ah, ich habe zwei Arbeiter. Das sieht man da. Ich habe zwei Arbeiter frei. Ansonsten bringt es jetzt sowieso nicht so ganz so viel, wenn ich jetzt hier noch was... Wenn ich noch ein Kämpfskin mache, können wir den upgraden? Die Kommandantenbasis. Ja, die kostet 2000. Das kriege ich sogar hin. Das können wir jetzt verbessern. Wir werden das jetzt mal eben ganz schnell beenden. Die Frage ist, was wir jetzt damit machen können. Was brauche ich für sie? Kommandantenlabor Level 2 erforderlich. Ah, interessant. Interessant. So. Ansonsten die ganzen guten Sachen, da brauche ich sowieso noch was für. Also da brauche ich eh noch neue Level für. Das geht so eh noch nicht. Aber Forschung ist jetzt schon mal besser geworden. Wir können ja noch was gucken. 3500 kann ich nicht machen. Schaltet frei Teufelskerl. Oh. Forschung. Wähle eine Einheit zum Erforschen. Wir erforschen jetzt mal... Oh, wir können gar nichts erforschen, weil wir nicht genug haben. Aber der Schlitten ist ja schon wieder da. Ja, gib mir ein paar... Ah, jetzt kommt erst wieder in 2 Minuten irgendwas. Was können wir sonst noch irgendwas machen? Hier gibt es News. Neuigkeiten. Aber ich verstehe auch nicht, was... Das ist nur ein Comic. Sonst hat das, sonst ist da irgendwie nichts. Gibt es sonst noch irgendwelche Gebäude? Das ist kein Gebäude. Ich habe das Gefühl, dass hier noch irgendwo was passiert. Ich weiß es aber nicht. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen mager. Ich meine, sie können die äußeren Gebäude alle noch irgendwann mal benutzen für irgendwas. Ansonsten weiß ich das nicht. Ja gut, hier halt. Event. Ah, wir wollten ja noch beim Event vorbeigucken. Ja, 408. Wir können ja mal gucken. Kann ich den hier besuchen? Bestenliste. Zillo. Besuchen. Wie sieht's bei ihm aus? Spannung. Die Spannung steigt. Okay. Auch nicht viel besser als bei mir. Beziehungsweise sieht schon besser aus, aber so viele Mauern hat er jetzt ja auch nicht gebaut. Komisch. Gibt's nicht sonst irgendwo eine Bestenliste, die ich mir mal anlucken kann hier? Ah, hier. Beste Spieler. Malte Toni. Besuchen. Wir gucken mal nach. Komm, der muss doch jetzt gut aussehen. Die Base muss gut aussehen. Oh. Aha. Hier ist also Maxed auf jeden Fall... ja. Maxed ist hier auf jeden Fall anders als bei Clash. Nämlich hier sieht Maxed lila aus. Auch nicht schlecht, muss ich sagen. Da ist der Weihnachtsbaum bei ihm. Ah, ich muss sagen, grafisch gefällt mir das Spiel echt gar nicht mal schlecht. Muss ich sagen, das gefällt mir wirklich nicht schlecht. Aber okay, wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und kommt gerne in die Allianz, wenn was frei ist. Ich kicke vielleicht mal ein paar Leute. Für mehr Folgen, Daumen nach oben. Bis später, macht es gut. Tschüss.